Ich sehe noch einen Tango. Einer müsste da doch noch sein, ne? Ach, der ist mit mir weg. Okay. Ich sehe ein zweites Ziel. Kacke! Ja, komm her. Für dich, du kriegst auch noch einen. Trau dich. Geschafft. Alle noch ganz? Tja, haben wir das gleich so gemacht, ne? Aber hier war doch einer hinten rumgegangen, sag mal. Hab ich das bescheuert? So. Gut, hier hätte man natürlich auch schön hochklettern können. Oh, so wird's ein Fernseher haben die hier. Hier geht's nicht weiter. Kriegt man das Ding aus hier? Gar nicht. Bowman, wir sind in Agua Verde angekommen. Willkommen im Narco-Paradies. Agua Verde war mal ein Nationalpark, aber jetzt ist es nur noch Santa Blancas Spielplatz für VIPs. Und dieser Narco Junior Casita schmeißt den Laden. Er kam Politiker, Richter und CEOs zur Entspannung und Sexspielchen ran. Wie ist der Plan? Wir müssen wissen, mit wem er Svenio Deals macht. Casita muss irgendwo eine Gästeliste haben. Wenn sie ihn finden, haben sie den Namen. Verstanden. Wir sind dran. Norman hat uns Infos über Casita geschickt. Rebell. Operation finden. Ein Gouverneur aus Argentinien besucht das Ressort, um eine Nummer zu schieben. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und erpressen ihn dann? Das sollte reichen, um den Rest der VIPs zu vertreiben. Mhm. Das hilft uns, einen Kartellvollstrecker aufzuspüren. Machen wir dem Penner Angst. Oha, hier kommt aber immer mehr dazu. Da haben wir noch mehr. Okay, wir müssen aufpassen, da drüben sind doch noch welche. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Jetzt einmal aufrüsten, bitte. Ist oben. Ich habe hier ein paar Lichtpaneele. Oh oh. Ah, doch ein Senker. Ich gehe in Position, brauche eine bessere Position. Die zwei knall ich so sie weg. Markiert. Auf dein Zeichen, Boss. Du schieß doch mal. So geht denn das nicht? Er ist erledigt. So. So, jetzt müssen wir wohl aufpassen wegen. Alles Paletti? Müssen wir wohl aufpassen wegen dem Auto, was hier mal langfährt. Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Nachrichtendienst, die Propagandamaschine. Machen wir uns mit ihren Zielen vertraut. Der Mann an der Spitze ist El Cardenal, ein exkommunizierter Priester, der zum Santa Muerte-Anhänger wurde. Er soll außerdem der geistliche Berater von El Sueño sein. Der andere Typ ist Ramon Feliz, war mal ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli. Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zukommen lassen. Einfach, oder?
Da kommen Unidad-Ärsche vorbei. Zwei Soldaten beim Lagereingang. Hey, lass ihn mal vorbeifahren. Gut, dann würde ich sagen. Das mit dem Hubschrauber würde ich ganz gerne machen. Wo ist der? Ist das das hier? Nein. Mörser? Nee, aber ich würde sagen. Hä? 3 von 6. Ach, haben wir die. Ach, wir haben hier die Karte verlassen. Nee, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, wir sind ja da. Wir sind ja gar nicht mehr in diesem Gebiet hier. Okay. Nebeneinsatz. 5000. Ich würde sagen, wir sind ja hier gleich in der Nähe. Dann gehen wir da mal gleich hin. Okay, irgendwas sollen wir da stoppen. Okay, nee, nehmen wir uns mal doch lieber ein Auto. Ach, das Auto war ja da oben. Okay, nehmen wir das hier. Informationen finden können. Anschnallen, Leute. Alle drin? Oh, das ist ja ganz beschissene Sicht hier. Aber das finde ich cool, dass man hier auch mit... Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Klaro! Scheiße, wir wurden. Verfickte Schatten! Die Leute haben versucht zu fliehen. Wir gleiten zum Unterhafen, los! Oh, das Auto ist kaputt! Kein Gegner in Sicht. Scheiße! Los, beeilt euch! Krankenwagen will ich haben. Seht ihr das? Ein ganz tolles Resort. Ein kartelleigenes Resort. Erschrecken wir ein paar reiche Typen, stören den Kartelltourismus und schaffen Casitas Arsch nach Halt. Geht doch. Die Rebellen werden sich freuen. Eine Apotheke voll mit Medikamenten für sie.
Wo ist er? Oh, hab ich den erschrocken? Entschuldigung. Steigt ein! Okay, die steigen nicht ein, dann helfe ich dir mal lieber. Geht doch. So. Ist das Auto kaputt hier? Ja, das fängt ab. Schießt er denn noch drauf? Granate weg! Granate, los, oh, los, los! Wow. So, da kommen Autos. Dann nehmen wir uns mal gleich eins hier. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Ja, besser ist so. Boah, habe ich keine Munition mehr? Ne, ich habe keine Munition mehr. Ah ne, wir haben ja hier ein Auto. Komm schnell rein jetzt hier. Seht zu! Da kommen noch mehr Sicarios. Alles klar. Wer sucht denn da am Fleisch? Ich hab kein Ziel. Boah, von hinten auch. In Deckung. Ich geh ins Wasser. Jo, sammeln. Alles klar. Geh doch mal rum hier. Ich werde mal von der Seite kommen. Obwohl ich jetzt noch kaum noch Munition habe. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. No hay nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron.
Startbereit. Weg sind wir. Feuer frei. Verstanden. Nee. Hört mal auf zu schießen. Okay, was ist das hier? Okay, aufatmen. ¿Qué pasa, pues? A esta gente no le importa nada ya. ¿Quiénes son esos? ¡Guarde su arma, gringo! Tenga cuidado. Wir wissen, wo das Kartell-Casino ist. Verwüsten wir den Laden und sehen, wie lange Casita sich fernhalten kann. Oh, ein Glück. Alles wieder aufgerüstet. Locker bleiben, alles ist gut. So, gucken wir mal, was hier noch. Da ist auch noch ein bisschen was Rotes. Die sind alarmiert. Was denn? Ich habe gar nicht gemacht. Das war knapp. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Shit. Setze Drohne ein. Die Drohne ist hin. Wir haben einen Jammer. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie warten. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Okay, da mache ich doch mit. ¿Qué pasa, pues? A esta gente no le importa nada ya. Okay, der muss ja wohl oben sein. Der Gute. Markiere ein Tango, Einheimische in der Nähe. Ganz ruhig, alles erwischt. Das ist ja ein ekelhaftes Klo. So, Fernsehgucken ist vorbei. Gut. Dann würde ich Story-Einsatz. Obwohl, hier ist noch Information. Gucken wir uns die nochmal ganz kurz an. Schreibe nicht so rum, Mann. Kürzen wir mal ab hier. Ist hier Hollywood? Mal sehen, ob ich hier heil runterkomme. Sieht gut aus. Haltet die Waffen unten. Wir wollen die Leute für uns gewinnen. Wir könnten Informationen sein. Augen auf. Es sind Gegner in der Nähe.
Ich sehe noch einen Tango. Ich sehe einen Hauptmann. Ach, du ahnst doch nichts. Alles zu vollgeschissen hier. Kriegen die da drüben oder sind die zu weit weg? Nee, das ist mir jetzt zu weit weg. Kann man die hier stehen lassen? Ja. Zurückbleiben. Alles klar. Ich schleiche mich mal alleine dahin. Kann ich rüber? Natürlich nicht. Ja, ich verstehe kein Wort. Ansonsten ist alles gut. Ich sehe eine Waffenkiste. Ach da. Wo hast du denn die Waffenkiste gesehen, mein Freund? Ja, kann ich nicht gucken. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ach da. Ja, kann ich gebrauchen. Sturmgewehrmagazin, okay. Das mache ich dann nachher wieder offline. Wo ist der Vogel? Guti. Ach, okay, da müssen wir ja auch hin, so wie es aussieht. Aber wir sind jetzt, ja, ich denke mal, jetzt habe ich lange genug gespielt. Genau, ich würde sagen, diesen Einsatz, den erledigen wir dann einfach mal. Zeit, Corsitas Resort dicht zu machen. Ich will das volle Rockstar-Programm, aber verschonen Sie die Gäste. Alles klar, aber das machen wir erst bei der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich wieder mich ein paar Mal so duschig angestellt habe. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann haut rein. Tschüss.